Hallo ihr Lieben, seid herzlich willkommen zum zweiten Rauhnachtslicht. Ich freue mich, euch wieder begrüßen zu dürfen hier bei unserem gemeinsamen Weg durch die Rauhnächte, einer ganz besonderen Zeit und Weise von Tageslegungen, die ja letzten Endes eben nicht nur für den Tag sind, sondern ne, wie ihr jetzt sicherlich auch wisst und schon mitbekommen habt, dann in Entsprechung zu den jeweiligen Monaten sind, die wir entlang der nächsten 12 Tage beziehungsweise 13 Tage, Nächte vielmehr auch, aber ne, es gehört die Tageszeit natürlich dazu, ein wenig mehr kennenlernen, schon mal einen kleinen Vorblick haben dürfen, eine kleine Erleuchtung für die Zeit, in die wir jetzt gehen mit dem neuen Jahr. Ja, und da gibt es dann doch noch mal eine kleine Neuerung. Das Lichtlein hier mit dabei. Ne? Sonst ist es ja beim Tageslicht auch immer mit dabei. Insofern habe ich gedacht, es ist auch für unsere Erleuchtung der Rauhnachtsenergien und damit auch der Jahresenergien schon auch wichtig. Habe es mit dazu geholt. Und was natürlich auch nicht fehlen soll, das ist ein neues Räucherwerk, was wir für heute haben werden, den weihnachtlichen Weihrauch. Ja, den entzünden wir jetzt natürlich. Ja, die Zeit unserer Legung, die dauert natürlich vielleicht mal sehen heute auch wieder oder auch nicht etwas länger als die Räucherkerze. Letzten Endes räuchert, ja, schauen wir mal. Reinigen wir die Energien damit. Weihnachtlicher Weihrauch. Oh ja, es riecht sehr schön nach Weihrauch. Ja, den Weihrauch an sich habe ich zwar auch da, aber der wird ja jetzt hier ganz schön auch nebeln. Insofern habe ich die Räucherkerze jetzt hier mal bevorzugt. Ja, ihr könnt für euch natürlich Ähnliches da auch mit entzünden, wenn wir jetzt hier zusammen unsere Legung, unser Orakel haben. Und was natürlich zu Beginn auch nicht fehlen soll, der Wunsch, das Vorhaben, der Vorsatz, der zweite für den Februar. Habt ihr euers auch griffbereit? Ja. Habt ihr geträumt? Was habt ihr geträumt? Habt ihr es euch ein bisschen notieren können? Ja, meldet es gerne mal zurück, wie es euch da auch ergangen ist. Was bei euch so ankam vielleicht. Ja, falls ihr das mögt. Ja, wo habe ich jetzt meinen wundervollen Stift? Ja, ich muss nachher schauen, dass ich hier noch eine 2 draufschreibe. Ja. Entschuldigung. Ja, die Krankheit ist noch nicht so ganz abgeklungen und ja, der Rauch. Wir schauen, wie gut wir es immer aushalten werden. Ja, lasst uns hineinschauen. Die Karten sind jetzt gemischt. Wir werden sie jetzt nicht wieder mischen. Ja, die Unterseite der Kartendecks, auch der anderen übrigen Kartendecks, Orakeldecks, wird so bleiben, wie wir sie hingemischt haben. Wird uns in der letzten Rauhnacht nach der Frau Holle bzw. der Heiligen Drei Könige des Epiphanias noch einmal eine besonders magische Botschaft für das Jahr geben. Etwas, was wir uns selber eben noch nicht so ausgesucht haben, aber noch wichtig und wesentlich ist, ein kleiner Impuls dann noch und nochmal Durchschimmer der göttlichen, geistigen Welt. Mal schauen, was sich da dann zeigen wird. Ich bin auch schon sehr gespannt. Aber wir ziehen natürlich für heute, für den heutigen Tag, beziehungsweise die heutige Rauhnacht, Rauhnachtsnacht und Rauhnachtstag wieder eine Energie. Wir können auch gleich mal alle ziehen, wenn ihr mögt. Ja, kommt jetzt gerade so der Impuls. Hier haben wir ja die Herausforderung mit dem Darkwood Tarot, dem Dunkelwald Tarot.
Ja, die Beautiful Creatures geben uns immer die grundsätzliche, hauptsächliche Tagesenergie an. Hier die Herausforderung und die Unterstützung, das Hilfreiche, was uns zur Seite kommt an Energie. Ja. So. Ja. Mal schauen, was uns hier erleuchten soll heute an Botschaft. Ja, wie gesagt, ne, für den 25., 26. Also eine Rauhnacht geht immer von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang. Ne, und ne, wir starten um 9 Uhr damit. Natürlich, die Sonne geht etwas eher unter momentan noch, aber das soll uns ein bisschen Orientierung sein bis zum nächsten Rauhnachtsorakel. Ja. Schauen wir, was haben wir hier? The Emperor Sovereignty. Ja, für die Zeit vom 25., 26. und auch den Februar spielt der Herrscher, die Herrscherenergie, die Souveränität eine Rolle. Mensch, das ist ja sehr kraftvolle Energie, eine große Arkana, da steht die göttliche geistige Welt im Hintergrund auch. Ja, vielleicht wirst du da wirklich sehr gepusht und ja, unterstützt, angetrieben auch dahingehend selbst in Selbstverantwortung zu gehen, zu kommen, zu bleiben, die auszubauen. Ja, hier kommt auch gleichzeitig irgendwie so eine Selbstständigkeit hinein, Selbstständigkeit ja in der Art und Weise zu leben, aber vielleicht auch berufliche Selbstständigkeit, falls das für dich zutreffen sollte. Der Herrscher zeigt auch natürlich einen Vorgesetzten an, einen ja die öffentlichen Ämter, Behörden, auch ein Gegenüber auf Augenhöhe, ja. Egal, ob es jetzt sich dann um Mann oder Frau dreht, ja, aber so wie wir selber mit der Herrscherin angezeigt sind, ist ein Gegenüber, ne, gerade auch in der Liebe vor allem, aber auch in anderen Bereichen mit dem Herrscher angezeigt, ne, dem Partner auf Augenhöhe, ja. Ja, bleiben wir gleich mal dabei. Ne? Vielleicht begegnest du hier jemanden, zeigt er sich, beziehungsweise gestern hatten wir ja die Energie so mit dabei, dass du selber da, ne, dass für uns selber Bedenken entstehen, ne, ob das jetzt vielleicht der richtige Mensch ist, nicht nur Leidenschaft. Ob der nur Leidenschaft will, ne? Ein One-Night-Stand, ein schnelles Abenteuer, ein Strohfeuer. Ja, hier ist jetzt angezeigt, dass sich das entweder doch anders erweist oder, naja, eben eine andere entsprechende Person dann auftritt, in unser Leben tritt, ja, von Relevanz wird. Das muss deswegen noch nicht gleich heißen, dass man ja in feste, stabile Beziehung hier schon miteinander geht, sondern hier können Begegnungen dann sich zutragen, geschehen, ja, kennenlernen vielleicht, ja. Ja, aber das ist dann jemand auf Augenhöhe. Kann auch sein, falls du dann schon in Beziehung, falls du schon in Beziehung bist, ne, und sich gerade so im Januar ein ja so ein bisschen Strohfeuer-Abenteuer angebahnt hat, ne, und du für dich hin und her überlegt hattest, da hatten wir ja die 8 Schwerter, dass du dem eben nicht nachgegeben hast, ne, sondern hier bei deinem ja Partner, Partnerin auch bleibst, geblieben bist, dich dafür entscheidest, ja, hier auch in, ja, wirklich in Verantwortung gehst, Verantwortung, ne, das kann genauso auch die eigene Energie jetzt hier natürlich betreffen, Verantwortung für dich, für das, was dir anvertraut ist, für dein Reich sozusagen. Ja, der Herrscher, der ist umsichtig, fürsorglich, verantwortungsvoll und interessiert daran, dass natürlich sein Reich, also das, was ihm anvertraut ist, einfach auch bewahrt,
bleibt oder wird und sich entfaltet, heranwächst. Ne? Ja, kann natürlich auch sein, du hast sehr viel mit Behördenkram zu tun. Dann hier im Februar auf den Tag heute betrachtet. Ne? Ja, kann es sein, dass du hier wunderbar deine Sache managst. Ja? Und zwar tatkräftig. Ja? Und das auch ganz bewusst angehst. Ja, egal, ob du jetzt Mann oder Frau bist. Ne? Falls das auf deine eigene Energie jetzt zutrifft, managst du einfach auch deine Sachen. Ne? Ja. Vielleicht gerade für den heutigen Tag betreffend, die zweite Rauhnacht, ja, vielleicht hast du auch viele zu dir eingeladen oder ja, hast nach Bedenken, falls du jetzt allein feierst auch, ne, hast nach Bedenken, wie gut du das Fest für dich alleine verbringen kannst, einfach auch festgestellt, wenn ich selber was tue, dann wird sich hier alles einfach auch wirklich wundervoll entwickeln. Ja? Ich bin für mich selber verantwortlich. Ne? Ja, da kommt niemand vorbei und macht etwas jetzt für mich, sondern ich selber habe meine Sachen zu verantworten, anzugehen, ne? Etwas zu regeln. Ja, beim Herrscher ist immer so ein bisschen die Gefahr, natürlich festgefahren, festgelegt zu sein, ne, in Kästchen zu denken, ne, Quadraten, Vierecken sozusagen, steht da auch souverän drüber. Ne? Ja, geh mit deinen Mustern, deinen Zwängen vielleicht gar, aber grundsätzlich mit Verhaltensmustern, Glaubensmustern, ja, selber souverän um. Ne? Du hast es in der Hand, das kann niemand anders für dich erledigen, aber ne, hier, das wird auch bewusst heute. Ja, naja, mit Behörden werden wir heute wahrscheinlich eher weniger zu tun bekommen, außer vielleicht jetzt im kirchlichen Zusammenhängen, falls das für dich eine Rolle spielt. Ja, auch ja, dass du ja da einfach mal schauen darfst, ne, wie du geprägt bist, wo du für dich selber einfach auch noch stärker deine Macht und Kraft ergreifen darfst. Ja, vielleicht spielen Vaterthemen heute auch eine Rolle. Dominanz. Ja, beherrscht werden. Ja, schauen wir mal, was ist denn die Herausforderung? Der König der Stäbe. Naja, der kann schon auch sehr rigoros, dominant, ne, selbstgefällig sein. Ne? Das kann auf einen Menschen im Gegenüber zutreffen, aber natürlich auch auf uns selbst. Ne? Es ist die Herausforderung, ja. Es kann heißen, steh für dich selber ein. Auch hier haben wir maskuline Energie. Ne? Ist nicht für umsonst der König der Stäbe und nicht die Königin, ne? Die sehr auf sich selbst, ne? Für den eigenen Bereich steht, sondern auch hier geht es bei dem König der Stäbe um das Agieren nach außen hin. Ja? Ist es wichtig, für sich selber einzustehen? Ne? Das eigene Potenzial zu nutzen, zu erkennen, vielleicht beruflich, ne, tatsächlich. Ne? Oder ja, Familie, jetzt gerade so für den heutigen Tag auch angezeigt oder ja, eben in Selbstverantwortung, werde kreativ, ne, geh da vielleicht einfach auch raus, unternimm etwas, geh auf andere zu, gestalte dir selber
Ja, einfach auch dein Reich, so das, was du dir einfach auch vorstellst für den heutigen Tag, aber auch natürlich in größerem Stil. Das ist eine große Arkana, ne? Die kann über weite Zeit reichen und ne, steht ja auch für den Februar mit. Ja, werde da aktiv. Vielleicht ja, ist es im Februar dann relevant. Ne, wie gesagt, eine Selbstständigkeit vielleicht anzugehen, ne, sein Potenzial souverän zu zeigen, zu vertreten, zu kreieren, ne, ja, nach außen zu tragen, auch zu erweitern. Ja. Der König der Stäbe ist auch immer einer, der Interesse hat an Neuem, ne, an Wissenserweiterung, an ne, ja, was alles an Energie in einer Thematik steckt, ne? Der möchte ja sein Bewusstsein da auch erweitern. Ist da auch beweglich, flexibel, ja. Ja. Ja, vielleicht fordert dich gerade auch im Februar sehr ein Vorgesetzter oder Behörden, wie auch immer, heraus, ne, steht da gut für dich ein. Ja, vertrete deine Sache, bleib da auch wirklich in deiner Energie, deinem Selbstbewusstsein, deiner, ja, deinem Potenzial. Ne? Also du bist da wer auch. Ne? Der König ist der Abschluss des Stabzyklus, ne? Der König der Stäbe. Der hat die größte Reife, ne? Da auch in einem bestimmten Potenzial erlangt, auch in seinem Selbstbewusstsein. Ne? Wir haben es hier wunderbar, sehr eindrücklich auch abgebildet. Ne? Ist auch mit ganzer Hingabe dabei. Ja. Vielleicht bist du eben tatsächlich auch beruflich oder in allem auch, es kann ja mehrere Bereiche auch betreffen, dadurch, dass es eine große Arkana ist, ne, kann sehr viele Bereiche betreffen, dass du hier einfach auch eine Menge Energie hast, das anzugehen, ja, deine Sachen zu managen. Klasse, ja. Kann natürlich auch sein, die Herausforderung ist, wie gesagt, ein König der Stäbe und das muss nicht nur die Liebe betreffen, sondern natürlich auch andere Personen, die in so einer Art, in so einer Energie auftreten, sehr selbstbewusst, vielleicht ein bisschen überheblich, von sich selbst überzeugt. Ne? Aber ne, es kann auch, der König der Stäbe ist auch ein Lehrer-Typ. Ne? Ja, dass da jemand versucht, einfach auch, oder ne, die göttliche, geistige Welt versucht, ja, dein Bestes oder ein besseres Potenzial aus dir herauszukitzeln, ja. Ja. Und das macht er kreativ, ne? Kann sein, dass Sternzeichen Löwe hier eine Rolle spielt. Ist sehr verbunden mit dem König der Stäbe. Aber vielleicht auch ein anderes Feuerzeichen, vielleicht auch der Widder, der ja hier sehr mit dem Herrscher verbunden ist. Ne? Ja, schauen wir mal, welche Rune begleitet denn hier? Kommt im Gefolge des Königs. Wartet mal kurz. Ich glaube, das wird jetzt nichts mehr. Ja, sehr passend. Die Fehu. Das Feuer, die Fülle, das Vieh, ja, also auch der Reichtum irgendwie so, Reichtum an Energie, an Potenzial, an Hingabe, an Gelingen, an, ja, also eine Fülle einfach, ne? Ja, arbeite selber an deiner Fülle auch, ne? Lass dich da einfach auch herausfordern. Falls das hier jemanden anderen anzeigt, einen anderen Menschen oder eine andere Energie auch, ja, kann wirklich sein, dass die göttliche geistige Welt hier in dieser Energie auch dargestellt ist, ne? Und dir die Fülle halt auch ermöglichen möchte. Ja, wirke selber dran, tu etwas dafür, nimm es in Empfang, geh darauf zu, wirke dran, kreativ, ne? Ja. Gibt es hier vielleicht auch eine Fülle an Anerkennung?
vielleicht irgendwelche behördlich oder arbeitsmäßig Gewinnausschüttungen. Ja. Und ja, falls es jetzt ein Gegenüber betreffen sollte, in der Liebe gerade, ne? Partner auf Augenhöhe. Hier hast du die Fülle. Mit diesem Menschen kannst du die Fülle haben, beziehungsweise kommst du selber hier in Fülle, ne? Zeigt dein ganzes Potenzial. Diesem Menschen, ja, gerade ne, Partner, Partnerin auf Augenhöhe, das sind ja die Menschen, denen wir sehr gerne unsere Fülle einfach auch zeigen und geben und ja, aus uns herauskitzeln lassen und umgedreht auch aus dem anderen natürlich herauskitzeln, ja, da einfach auch kreativ werden, ne? Ja, sehr viel Leidenschaft auch zeigen, offen und ehrlich. Na, auch Sexualität. Schön. Das ist eine schöne Energie. Toll. Was haben wir als unterstützende Energie? Rückschau und Kontemplation. Hier haben wir die 20. Noch eine große Arkana. Für diesen Tag heute. Aber auch für den Februar. Ja, die 20, ja, das Gericht. Auferweckung. Auf, ja, Berufung, Weckruf, zweite Chance für etwas, zweite Chance für etwas, ja, auch für Partnerschaft auf Augenhöhe. Du hast eine Menge erreicht in deinem Leben und vieles, auf das du stolz sein kannst, ja, sehr passend, ne? Jetzt ist der Moment gekommen, zu entscheiden, was du als nächstes tun wirst. Ja, das ist natürlich das Interessante beim König der Stäbe. Das ist, wie gesagt, der Abschluss des Stabzyklus und so wie du in einer Sache eben Meister, Lehrer, ganzes Potenzial erreicht hast, große Reife und Fülle, darfst du natürlich auch gern in neuen Dingen weiter starten, ne? Wieder anfangen, etwas Neues anfangen. Und der König der Stäbe, das ist einer, der fängt garantiert auch immer wieder was Neues an, ja? Weil der sich einfach, ne, der spürt sein Potenzial und merkt, dass er damit, ja, mit diesem Potenzial im Detail, in den verschiedensten Details, in den verschiedensten Facetten noch lange nicht am Ende ist. Aber, ne, mit großer Reife, und Erfahrung da auch, jeweils dann ein neues Gebiet angeht. Ja, entscheide, was du als nächstes tun wirst. Während du über die Vergangenheit und Gegenwart nachdenkst, wirst du Klarheit über deine göttliche Lebensaufgabe gewinnen. Lass dich nicht von konventionellem Denken ablenken. Lebe dein wahres Selbst. Und das geschieht mit dieser Energie. Ja. Falls du es bisher noch nicht getan hast, versäumt hast, ja, zu zögerlich warst, ne? Auch vielleicht noch etwas sich entwickeln lassen musstest oder bearbeiten musstest. Das ist überhaupt gar nicht weiter wild. Hier kommt auf alle Fälle auch nochmal, ja, die Chance, etwas neu anzugehen. Heute, auch im Februar, in den nächsten Tagen sozusagen, ist heute vielleicht, ne? Eben ein wunderbarer Tag, nochmal gezielt Rückschau zu halten und Kontemplation, also Einkehr, Selbstvergewisserung, ne? Sich in einen eigenen Raum einfach auch zu begegnen, geben, einen eigenen Tempel sozusagen, zusammen kon mit der göttlichen geistigen Welt. Ja, Ja, es ist kein Portaltag, aber es ist einfach starke Energie. Jetzt natürlich die Rauhnachtsenergie mit dabei, Weihnachtsenergie, die Energie der Weihnächte. Ne? Ja, und ne, wir gehen auf das Jahresende zu, immer strikter. Und ja, dürfen wir uns auch immer mehr, ne? Auch in Rückschau, Kontemplation und Vergewisserung, aber eben auch Neuausrichtung hier, ja, üben. Ja.
Aber ne, es kristallisiert sich dann umso leichter oder besser heraus, wo es hingehen soll oder darf, wenn wir wirklich auch nochmal zurückgeschaut haben, etwas bewusst vielleicht abgeschlossen haben, auch gewürdigt haben natürlich, ja, erkannt haben einfach auch, wie stark wir sind, ne? Wie reich gesegnet wir in vielen Dingen einfach auch sind. Ja, um dann bewusst einfach auch noch vorangehen zu können. Ja. Sehr schön. Was haben wir hier für eine Rune dazu? Auch die Runen lege ich beiseite. Ja, das zur Information. Auch die Runen lege ich beiseite dann nach der Legung hier. Die werden nicht wieder in den Beutel. Ja, die Eiwas. Das Ei. Ja, ich schaue noch einmal zurück. Wir haben wieder die vier dabei irgendwie, ne? Die vier Ecken. Aber eben auch das Ei, den Neubeginn. Ne? Das sind Dinge, was du als nächstes tun wirst. Ne? Jetzt ist der Moment gekommen, zu entscheiden, was du als nächstes tun wirst, als nächstes ausbrüten möchtest. Für dich in, ja, in deinen vier Wänden sozusagen, in deinem Alltag, in deinem engeren Umfeld, aber natürlich auch in speziellen Themen. Ne? Ja, was gärt das schon vielleicht in dir und möchte ja zu genau dieser Fülle zum Leben erstehen und heranreifen, wie ja, wie so manch anderes auch schon, ne? Es ist echt toll, toll, dass das hier kommt. Ja, finde ich wundervoll. Danke für die Message, lieber Gott. Ja, und dann schauen wir noch, was in den Rauhnachtsorakeln als Impuls mitkommt. Ja, nein, auch hier mischen wir nicht. Ja. Möchte noch eine zweite mit. Ja, das ist okay. Und was haben wir hier? Ja, Sophie, lass mal da. Dann haben wir hier: Hör auf dein Herz. Konzentriere dich auf das, was dein Herz dir sagt, und übe dich in Selbstliebe. Reine Liebe dehnt das Herz. Victor Hugo. Ja, expandiere. Expandiere, ja. Gib deinem Potenzial, ja, hier ganzen Raum. Heute genieß den Tag heute zum einen, ja. Gestalt ihn selber wundervoll. Geh deine Sachen mit Bedacht an, aber sehr engagiert, kreativ, leidenschaftlich, hingebungsvoll. Genieß es einfach auch, ne, was du tun kannst. Auch gerade, falls du heute dann auf Arbeit musst, was heißt musst, ja, Arbeitstag hast, ja. Das ist genauso durchaus auch ein Geschenk, ja. Wie viele Menschen haben keine Arbeit, haben dadurch ja nicht im Äußeren nicht die Fülle, im Inneren nicht die Fülle. Ja, können sich in dem Sinne gar nicht so entfalten, erkennen ihr Potenzial gar nicht, ja, wissen gar nicht, wie es ist, aufs eigene Herz zu hören, ja. Reine Liebe dehnt das Herz. Ja. Gibt es heute neue Chance auch dazu? Zweite. Was haben wir hier? Wir wollten heute zwei. Sich öffnen, ja. Meist ist unser Geist zumindest teilweise verschlossen. Ja, eben auch hier so eingekesselt, ne? In den Rauhnächten ist es jedoch besonders leicht, unsere inneren Tore ein wenig zu öffnen. Diese Öffnung kann das Leben enorm positiv verändern. Versuch einmal ganz bewusst alles, was du wahrnimmst, nicht zu bewerten und zu beurteilen.
Interessant. Dankbar sein. Das haben wir hier. Und hier kommt es nochmal ganz konkret auch. Es ist nicht so schwer, für das Angenehme dankbar zu sein. Das Geheimnis liegt aber darin, dass man auch den umgekehrten Weg gehen kann. Kultiviere die Kraft der Dankbarkeit und dein Leben wird an Schönheit gewinnen. Schaue nicht auf das, was fehlt, sondern erkenne die vielen Geschenke, die Fülle, ja, die bereits da sind. Wundervoll. Wundervoll. Oh, ja, ich finde es sehr berührend. Vielen Dank. Ja, mach dir es bewusst, ne? Ja, vielleicht auch das Gericht wird auch gern mit Anruf verbunden. Nicht nur mit Weckruf, sondern auch Anruf, ne? Dass du einen Anruf tätigst vielleicht. Vielleicht auch deinen Eltern Danke sagst. Dich mit anderen in Verbindung setzt, aber natürlich auch der göttlichen geistigen Welt dankst, ne? Für das, was sich entwickeln durfte, ja, was du gelernt hast, lernen konntest, ja, auch durch manche starke Herausforderungen. Ne? Also der König der Stäbe ist nicht deswegen der König der Stäbe, weil er besonders selbstbewusst ist und tatkräftig und sonst was. Ne? Er ist zu seiner Reife gekommen, in seinem Potenzial, in seiner Lebenskraft, Lebendigkeit, Hingabe, Engagement, auch durch ja, Versuch und Irrtum. Durch schwierige Erfahrungen hindurch, aber das macht umso mehr seinen Reichtum aus, seine Reife, sein Potenzial. Und hier haben wir Mastix, göttliche Kraft der Erkenntnis. Da muss ich jetzt leider passen. Ich weiß nicht, was Mastix ist. Es kann sein, dass es so eine Art eben auch Harz wie Weihrauch ist. Ne? Vielleicht auch eine Weihrauchart. Wir werden es gleich wissen. Es sind zumindest auch ein Harz, ja. Mit dem Stichwort: Ich bin, wer ich sein will. Die Ägypter räucherten die hellgelben, transparenten Harzperlen in ihren Tempeln, ja, Kontemplation. Um den Göttern nahe zu sein und zu gefallen. Der edle Balsam gilt als Aphrodisiakum und wurde schon seit alters in Liebesräucherungen verwendet. Ja, macht es euch natürlich einfach auch schön und leidenschaftlich miteinander, ja, falls das auf euch zutrifft. Nicht nur in der Partnerschaft, ja, vielleicht auch. Sonst insgesamt. Hier haben wir übrigens, das wird mir jetzt erst bewusst, gestern hatten wir den Ritter der Stäbe, heute haben wir den König. Da zeigt jemand vielleicht sehr viel Reife auch, ne? Und dass die Leidenschaft nicht von ungefähr ist und Strohfeuer nur. Entschuldigt, weiter natürlich jetzt hier. Sein ausströmender Zauber führt dich in eine Welt der feineren Wahrnehmung. Du verlässt die Enge deines Alltags und schaust auf die Vielzahl der Türen, die immer offen stehen, die du aber selten durchschreitest. Ja, sich öffnen. Hör auf dein Herz, weite dich. Ja. Der Duft dieser Harzperlen geleitet dich in lauen Sommernächten ins Reich der Erkenntnis, dass du in jedem Augenblick deines Handelns intuitiv das Richtige tust und bestärkt dich darin, deiner inneren Stimme zu folgen. Wow. In ihrem Wohlgeruch findest du deinen Platz in der Welt, spürst deine ureigene Vitalität und findest deine einzigartige Vollkommenheit. Das, wozu du in deinem Leben einfach auch berufen bist und ja, was ja ganz für dich gedacht ist. Ja, und die Leidenschaft, die Erotik spielt heute eine Rolle. Ja, genießt das natürlich einfach auch.
in die Zeit miteinander auch da ist, ja, macht das hier vielleicht so ein ganzes Stück weit auch wieder lebendig, ja. Ja, natürlich. Göttliche Kraft der Erkenntnis. Mastix. Ja, und dann schauen wir noch, welches Krafttier begleitet. Ach, nein, Entschuldigung. Zum Glück habe ich es noch nicht. Wir mischen jetzt nicht mehr. Liebe Tara, wir mischen jetzt nichts mehr. Ja, das, guck mal. Das ist ja wieder passend, irre. Also ich bin echt beeindruckt, ne? Besser hätte ich es ja nicht raussuchen können. Selbstbewusstsein und Macht beim Löwe. Der Löwe ist der König der Tiere. Steh zu deinem Selbstbewusstsein und deiner Stärke. Scheue dich nicht vor der Verantwortung und ergreife die Führungsrolle, wenn es nötig ist. Ja, wo auch immer. Auf Arbeit, im täglichen Ablauf, in der Leidenschaft, ja. Sei dir deiner natürlichen Kompetenz bewusst und setze deinen Einfluss gewissenhaft ein. Die Affirmation dazu: Ich habe keine Angst vor meiner Macht und setze sie verantwortungsvoll ein. Brauche ich, glaube ich, nichts mehr weiter sagen. Und der Engel, der heute begleitet. Ja, bei den Orakelkarten, ne? Das habe ich für mich selber auch immer so gemacht. Falls da mehrere raus wollen, ist okay. Aber bei den Tarotkarten wollen wir immer nur eine haben. Was haben wir heute? Der Engel der Ruhe. Sei achtsam und nimm dir Zeit für dich und deinen Seelenfrieden. Regelmäßige Momente der Ruhe tun dir gut und fördern deine Glückseligkeit. Setz dich an einen stillen Ort, Kontemplation. Atme tief durch und atme tief und bewusst ein und aus, sodass du die Ruhe in deinem Inneren entdecken kannst. In dieser Stille wird dein Engel dir neue Kraft schenken. Ja, auch dessen ist sich der König der Stäbe bewusst, seine Energie, sein Potenzial. Die Stäbe stehen wirklich nicht nur für Körperenergie, ne, sondern auch intensive Verbindungen hin zur göttlichen geistigen Welt und damit auch Bereicherung der eigenen Fähigkeiten, des eigenen Potenziales, der eigenen Kräfte, des eigenen Reichtums. Das kommt nicht von ungefähr, ne? Das möchte einfach auch gepflegt werden. Ja. Von daher, ja, nehmt euch heute und wie es aussieht, dann speziell auch im Februar immer wieder auch bewusst Zeit dafür. Ja. Dadurch, ne, brütet sich auch Neues aus. Kommt Neues zum Vorschein, neue Kräfte, ja, aber auch neue Möglichkeiten, Fähigkeiten, neue Fülle. Wundervoll. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und Gute heute für diese Rauhnacht, Rauhnachtstag und Nacht und natürlich dann auch für den Februar und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Alles Liebe und bis ganz bald. Eure Tara von Tarot Rainbow.